von der Herstellung, von der Entstehung bis das Wetter scheint. Das Wetter scheint, die Sonne scheint. Es ist einfach nur warm. Und das Wichtigste, die Zeiger. Aber dazu verrate ich noch nicht so viel, weil das ist das Spezielle an der Uhr. Hallo und willkommen auf meinem Kanal Deko und Geschenke denen. Ich bin der Jens und in diesem Video möchte ich euch zeigen, was ich aus dem Naturprodukt Holz, Pflaume, Walnuss und Apfel mit Epoxidharz gemischt, wie daraus eine Wanduhr entsteht. Das zeige ich und verrate ich euch in diesem Video. Schritt für Schritt zum Nachmachen. Traut euch, es ist gar nicht so schwer. Welche Hilfsmittel vonnöten sind, zeige ich und erkläre ich dabei. Der Rest erklärt sich von selbst. Also, nicht lang reden, wir fangen einfach an. Als erstes die Grundlage. Da benutze ich einfach eine alte Holzplatte von einem alten Schrank. Es soll bloß gerade und sauber sein. Deswegen die Unebenheiten, wo man reingebohrt hat früher mal, einfach entfernen. Das wäre erledigt. Jetzt geht es weiter mit Abkleben. Wenn wir das hätten, fehlt bloß noch die Gussform. Damit geht es weiter. Die Form habe ich mir aus Plastikstreifen zurechtgeschnitten. Hier habe ich eine Formhöhe von 4 cm. Vollkommen ausreichend, da die Uhr ja maximal, zumindest das Uhrwerk ist maximal 2 cm. Also dicker wird die Uhr eh nicht. Reicht vollkommen. Bevor wir das machen, müsste man natürlich erstmal gucken, wie und wo die Holzscheiben sind. Meine Idee war Apfel in die Mitte. Nee, Quatsch, Pflaume in die Mitte. Walnuss drumherum. Ein Durchmesser von der Uhr möchte ich wieder so beibehalten, so ungefähr um die 30 cm, 32. Den Ring an sich mache ich etwas größer, da ich mit der Oberfräse noch es wird ja eh nicht ganz gerade beim Gießen. Deswegen 1-2 cm größer gießen, abfräsen geht immer, dranfräsen ist schon schlecht. Das sieht gut aus. Den Ring fixiere ich mir erstmal mit Heißkleber jetzt. Somit wäre der Ring erstmal fixiert und wir haben eine runde Form. Gebt den Heißkleber natürlich eine Chance fest zu werden. Die beiden Punkte sind jetzt nur zum Fixieren des Ringes. Jetzt kann ich mir meinen Durchmesser holen. Plus minus.
Wenn das passiert ist, werde ich jetzt ringsrum mit dem Halskleber eine Naht ziehen, damit das Band auch noch fixiert ist. Das lassen wir wieder erstmal trocknen. Dann geht es innen drin weiter mit Silikon. Die Innenkante wird einfach mit Silikon abgedichtet und schon sollte kein Harz nach draußen laufen. Das lassen wir jetzt auch ein wenig antrocknen und dann schauen wir mal, wie wir das Holz in der Scheibe verteilen. Nun können wir beginnen mit dem Drapieren der Holzscheiben. Ich würde euch raten, macht sie entweder mit Silikon fest oder mit Heißkleber, also fest fixiert sie. Wenn ihr das Harz in die Form gießt, oder dazu gebt, passiert folgendes, das Holz schwimmt euch in irgendwelche Richtung. Unerwünscht wollt ihr nicht. Deswegen meine Empfehlung, mein Tipp, fixiert die Scheiben. Man kann auch die Scheiben festklemmen mit Schraubzwingen und Hölzern und Silikon, Heißkleber, geht genauso. So hatte ich mir das gedacht. Ich weiß, bevor Fragen kommen, nein, die Scheiben sind nicht alle abgerichtet, einfach mit der Kettensäge gesägt, da ja am Ende, wenn das Harz gegossen ist, mit der Oberfräse der Final-Finish beginnt, spare ich mit dem Arbeitsgang zwischendurch. Jetzt lassen wir es kurz antrocknen und dann geht es weiter mit Epoxidharz. Das Silikon ist etwas angetrocknet. Epoxidharz habe ich schon angerührt. In diesem Falle benutze ich das Produkt 2:1. Das bedeutet zwei Teile Harz, ein Teil härter. Ja, anrühren ist jetzt nichts dabei. Ich habe jetzt grob 400 Gramm angemischt. Das sind Schätzwerte. Ob es reicht, weiß ich nicht. Ich denke auch mal schon. Ich benutze jetzt Metallic-Farben, Blau-Metallic, Grün-Metallic, wirkbar Holz, meiner Erfahrung ganz gut. Ob so wird, wir werden sehen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Mischen, los geht's. Schönes Metallicblau. Platte habe ich natürlich vorher mit der Wasserwaage ausgerichtet, damit das Harz nicht irgendwo hinläuft. Es sollte schon möglichst gerade stehen.
somit wäre das Gießen beendet. Die Luftblasen werden mit dem Bunsenbrenner dann noch rausgeholt und dann kann der Harz abtrocknen. Vier Tage Trockenzeit sind nun vorüber. Jetzt wird die Wanduhr aus der Gussform befreit. Wie man schön erkennen kann, ging es doch recht einfach. Im Anschluss wird jetzt das Restmaterial an Holz oben abgefräst mit der Oberfräser und anschließend die Uhr auf eine Dicke oder eine Höhe von knapp 1 cm heruntergefräst. Heute wollen wir mit der Oberfräse das Holz abfräsen, anschließend mit der Oberfräse oder mit dem Fräser leicht auf der Epoxidhartschicht planen fräsen. Erst die Seite, dann die Seite, dann fertig. So ist der Plan. Es ist kurz nach 9. An der Wanduhr stehen knapp 28 Grad. Es soll heute warm werden, bis zu 38 Grad. Deswegen, wer zeitig anfängt, hat bei Zeiten Feierabend. Ich würde sagen, wir fangen an. Aufgebaut ist alles. Festgespannt ist die Scheibe, damit sie beim Fräsen sich nicht selbstständig macht und über den Tisch rutscht. Und natürlich dazu auch wieder Staubmaske, Gehörschutz bei den Temperaturen. Ich weiß ja, aber lieber den Staub in der Maske als im Körper. Jetzt bin ich bei dem Punkt angelangt, dass ich mit der Oberfräse nicht mehr tiefer komme. Das heißt, ich muss hier was unterlegen, damit die Scheibe höher kommt und weiter geht's. Bevor ich das auch mache, erstmal fix die Späne weg. Und somit habe ich wieder meine Höhe und komme bis auf den Epoxidharz herunter. Anschließend die Platte rumdrehen und die Rückseite. Aber vorher noch festziehen. Dann fangen wir das so an. Einfach nur warm. So. Damit wäre die Fläche auch abgefräst. Jetzt kann ich noch zart die andere Fläche bearbeiten und dann sind wir auch schon fertig. Mir rennt der Schweiß. Somit wären wir fertig.
Die Flächen werden jetzt noch geschliffen mit dem Exzenter. Und dann kann es schon weitergehen. Ach nee, wir müssen ja noch die Scheibe rund machen, richtig rund. Dazu später mehr. Beide Seiten werden jetzt mit dem Exzenter geschliffen. Angefangen habe ich mit der 60er Körnung und danach die 100er Körnung nachgeschoben. Auch hier wieder wichtig und empfehlenswert der Atemschutz und Gehörschutz. Nachdem die Schleifarbeiten nun beendet sind, reiße ich mir das Mittelloch an, um mit dem Fräszirkel die Rundung der Uhr nachzuarbeiten. Wie man hier sehr schön erkennen kann, ist die Uhr ja doch nicht ganz rund geworden. Auf der einen Seite minimalistisch was weggefräst und auf der anderen Seite doch etwas mehr. Aber lieber so als andersherum und es fehlt. Eine komplette Tiefenzustellung mit dem Fräser habe ich nicht gewählt, da aus der Vergangenheit meine Erfahrungen es waren, wenn der Fräser durchfräst, unten epoxidharz wegbricht und somit wieder Nacharbeit notwendig ist. Wie man schön erkennen kann, es bleibt nicht viel übrig, also gut gearbeitet. Somit noch den Radienfräser einbauen, von beiden Seiten einen Radius an die Uhr heranfräsen und damit wären die Fräsarbeiten auch beendet. Nun, der nächste Arbeitsgang wäre Epoxidharz gießen. Die Scheibe habe ich ja nun von beiden Seiten angeschliffen. Eine Seite habe ich schon abgeklebt, weil ja, wie auch in meinen anderen Videos gut zu erkennen, der Harz ja an der Seite herunterläuft und ich hinterher nicht immer dann die Nacharbeit haben möchte, um den Harz dann abzuschleifen. Deswegen Kreppband. Einfach abziehen und keine Nacharbeit groß mehr nötig. Eventuell ein kleines bisschen ja, aber die Nacharbeit hält sich dadurch in Grenzen. Natürlich habe ich auch das Mittelloch von hinten verschlossen, sonst läuft der Harz da durch. Keine Angst, ihr habt nichts verpasst. Nur leider habe ich voller Bastelwahn vergessen, die Kamera zu schalten und das Ziffernblatt schon einmal aufgezeichnet. Diesmal habe ich mir im Internet höhere Klebezahlen bestellt. Diese sind 4 cm. Ich wollte mal was Neues probieren. Mal schauen, wie es am Ende aussieht.
Nachdem sich alle Klebezeilen auf ihrer richtigen Position eingefunden haben und diese festgedrückt wurden, habe ich wieder Epoxidharz angemischt, transparent, und mit dem Bunsenbrenner anschließend wieder alle Luftblasen herausgeholt. Somit kann die Uhr wieder auf ihre Parkposition geschoben werden und für 4 Tage ruhen. Nachdem die Trockenzeit vorüber war, kann man wunderschön erkennen, wie das Harz sich verteilt hat, blasenfrei, eine sehr saubere und schöne Oberfläche. Auch auf der Rückseite kann man wunderbar erkennen, wie der Harz zwar heruntergelaufen ist, aber am Kreppband kleben geblieben ist. Diesen kann man ganz einfach entfernen, allerdings mit dem Fingernagel, wie hier, würde ich das nicht empfehlen. Nehmt lieber einen Schraubendreher, einen spitzen Gegenstand und beseitigt vorsichtig die herunterlaufenden Nasen. Willkommen zurück. Heute wird nass geschliffen, beziehungsweise der umlaufende Rand wird mit Nassschleifpapier noch etwas leicht bearbeitet. Dazu habe ich mir lauwarmes Wasser eingelassen mit einem Spritzer Spülmittel und beginnen werde ich mit 240er. Das Wichtigste, den Handschuh nicht vergessen. Ein Nassschleifen und Wasser. Das sind also die Sachen, die nicht zusammenpassen. Geht es weiter mit 1000. Leider habe ich nach 400 nichts mehr. Da muss ich mir erstmal was bestellen. Nach 1000 geht es weiter mit 1500. Jetzt geht es weiter mit 2500. Das wäre das 3000er gewesen. Das wäre es für heute erstmal gewesen. Wir haben schon spät. Morgen geht es weiter mit Lochbohren, Randpolieren, Uhrwerk montieren und das Wichtigste, die Zeiger. Aber dazu verrate ich noch nicht so viel, weil das ist das Spezielle an der Uhr. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Heute ist der letzte Tag, heute ist Poliertag. Heute möchte ich den Rand der Uhr mit Polierpaste noch polieren, anschließend das Mittelloch noch aufbohren, das Uhrwerk montieren, die Zeiger draufsetzen. Da gibt es ja die spezielle Zeigerbar diesmal, dazu verrate ich noch nicht viel. Ja, und somit wäre dann die Uhr erledigt. Und somit wären wir die Runde rum. Jetzt noch die Vorder- und die Rückseite etwas aufpolieren. Perfekt. Jetzt die Bohrmaschine noch holen, Loch bohren, Uhrwerk rein. Tipptopp.
jetzt passt auch das Gewinde. Was ich mir im Internet gesucht habe für Holzuhren. Da gibt es Echtholz-Walnusszeiger. Ich würde speziell diese nehmen. Natürlich sind die Zeiger auch gerade Grundvoraussetzungen. Dazu gibt es noch einen Sekundenzeiger. Diese werde ich jetzt noch mit Wachsöl einreiben. Und somit wäre eine neue Wanduhr, ein neues Geburtstagsgeschenk für eine Freundin auch heute fertig. Mit diesen Bildern möchte ich mich wieder verabschieden. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann lass gerne einen Daumen oben da. Wenn du weitere Projekte von mir nicht verpassen möchtest, dann abonniert meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Somit verabschiede ich mich und sage bis bald, euer Jens.